In diesem Video wird es jetzt etwas mathematisch. Wir schauen uns das Thema Halbwertszeit an, beziehungsweise natürlich auch, wie man das mathematisch, formeltechnisch bearbeitet. Was ist eigentlich das Problem? Das Problem ist, wenn ein Atomkern zerfällt, dann habe ich nicht die Möglichkeit, den Zeitpunkt vorher vorauszusagen, wann das Ding zerfällt. Das heißt, zerfällt irgendwann. Aber ich kann eine Aussage über die Gesamtheit der Kerne machen. Das heißt, wenn ich, sagen wir mal, 100 Kerne habe, weiß ich, dass nach einer gewissen Zeit nur noch etwa die Hälfte da ist. Und genau das nennt man Halbwertszeit. Das heißt, wenn die Hälfte der Kerne zerfallen ist, ist das sozusagen eine Halbwertszeit. Und das kann man im Prinzip angeben und dann hat man ein Maß dafür, wie schnell die Atomkerne von einem bestimmten Nuklid beziehungsweise von einem gewissen Element, Isotop dieses Elementes, zerfallen. Natürlich zählt man in Wirklichkeit nicht einzelne Atome, sondern man macht das Ganze über die Impulsrate. Das heißt, es ist im Prinzip die Aktivität, die man mit Hilfe eines Geigerzählers messen kann. Und ist natürlich klar, je mehr Atomkerne da sind, die zerfallen können, dadurch entsteht ist auch entsprechend die Impulsrate entsprechend größer. Das ist ein proportionaler Zusammenhang und daher kann ich sozusagen auch sagen, wenn die Impulsrate nur noch die Hälfte ist, muss wohl auch die Hälfte der Atomkerne zerfallen sein. Nun machen wir ein Experiment. Das kannst du auch gerne zu Hause ausprobieren. Alles, was man dafür braucht, sind möglichst viele Münzen. Muss noch nicht mal alles von einer Sorte sein. Ich habe da mal spaßhalber 300 Münzen zusammengekratzt und habe geworfen. Und nach jedem Wurf habe ich ja die Anzahl der verbleibenden Münzen, bei denen Zahl oben liegt, die habe ich sozusagen gelassen und alle anderen aussortiert. Und dann habe ich halt geguckt, wie viele liegen denn da noch. Klar, am Anfang hatte ich noch 300 Münzen, nach dem ersten Durchgang oder ersten Wurf 213, dann 157, dann 119 und das habe ich so oft gemacht, bis alle Münzen weg waren. Hier sieht man, das waren schon ein paar Würfe. Das Entscheidende ist, und deswegen ist das sehr schöner Vergleich, eine Münze hat halt zwei Seiten, das heißt, es ist ungefähr 50-50, dass die eine oder die andere Seite fällt. Das heißt, ich habe tatsächlich nach jedem Wurf etwa die Hälfte der Münzen dann nur noch liegen. Das simuliert praktisch die Halbwertszeit eigentlich relativ gut, weil ich dann halt sehr schön halt sehen kann, dass nach jedem Wurf halt ungefähr die Hälfte da ist. So weit, so gut. Du kannst das Ganze selber gerne mal ausprobieren. Danach ist es sehr sinnvoll, das Ganze, wie ich das hier gemacht habe, in ein Diagramm sozusagen zu überführen. Hier ist es allerdings nur, sagen wir mal, das Schema. Ich habe jetzt hier nicht die konkreten Werte eingetragen. Aber wie gesagt, kannst du gerne zu Hause mal machen. Es müssen ja nicht unbedingt 300 Münzen sein. Wenn du, was weiß ich, nur 20 zusammenkriegst, sollte es eigentlich auch funktionieren. Und was man an diesem Diagramm halt sehr schön sehen kann, ist auf der Y-Achse das große N ist die Anzahl der, in dem Fall jetzt Münzen, und unten ist die, ja, die Halbwertszeit aufgetragen. T1/2 könnte man im Prinzip sagen, das ist praktisch der erste Durchgang gewesen. 2T1/2 ist sozusagen der zweite Durchgang, also immer nach jedem Durchgang habe ich nur noch ungefähr die Hälfte. Und was man da sehr schön sieht, ist ja so eine exponentielle
Kurve, die da sich der X-Achse entsprechend annähert. Und nun wollen wir mal versuchen, das mathematisch ein bisschen rauszuarbeiten, wie diese Kurve praktisch auch mit Hilfe einer Formel beschrieben werden kann. So, Formel. Dazu wenden wir mal einen kleinen Trick an. Wir gucken uns nochmal einfach die Durchgänge an und notieren sozusagen die Anzahl. Am Anfang habe ich natürlich N0, das heißt meine Anfangszahl an Münzen meinetwegen oder an Atomkernen ist ja im Prinzip egal. Beim ersten Durchgang habe ich davon nur noch die Hälfte. Man kann das auch schreiben als ein halb hoch 1. Warum ich das so komisch mache, sieht man vielleicht in der zweiten Zeile, weil dann habe ich sozusagen nur noch die Hälfte von der Hälfte, also sprich ein Viertel. Und ein Viertel ist ja auch im Prinzip, oder die Hälfte von der Hälfte ist ja nichts anderes als ein halb mal ein halb oder ein halb hoch 2. Nach dem dritten Durchgang habe ich die Hälfte von der Hälfte von der Hälfte. Also ein halb hoch 3. Das Ganze ist ein Achtel. Was bringt mir das Ganze? Naja, jetzt kann ich das Ganze für n aufschreiben, also für den beliebigen Durchgang. Und da ist es ganz einfach ein halb hoch n. Das heißt, einfach ein halb hoch n und ich weiß, wie viele Münzen oder meinetwegen Atomkerne ich ungefähr habe. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist, n ist ja, die Anzahl des entsprechenden Durchgangs. Das Problem ist, es das heißt ja aber Halbwertszeit. Und ich habe ja hier schon geschrieben, n von t. Das heißt, ich muss jetzt mir irgendwie überlegen, wie ich das n so hinbekomme, dass da eine Zeit drin vorkommt. So, nehmen wir die Formel von eben. Und kümmern wir uns mal um das n. Das ist eigentlich relativ einfach. Ich gehe her und sage, meine Zeit, die ich brauche, ist praktisch n mal, wie lange so ein Vorgang dauert. Und das ist ja im Prinzip meine Halbwertszeit, weil nach jedem Durchgang habe ich ja die Hälfte. So, und wenn ich das umstelle, bekomme ich die Zeit, die ich messen kann, durch die Halbwertszeit, also sprich die Zeit, nachdem die Hälfte zerfallen ist. Und wenn ich das einsetze, erhalte ich eine Formel für die Anzahl der noch verbleibenden Münzen oder Atome, die mir im Prinzip, ich brauche nur die Zeit einsetzen. Ich sage ein halb hoch die Zeit durch die Halbwertszeit und das Ganze nochmal die Anzahl der Atome, die ich am Anfang gehabt habe. Und schon habe ich das Ganze. Beziehungsweise anstatt der Anzahl der Atome wird man in der Realität die Aktivität nehmen. Ich hatte es ja eben schon gesagt, die ist ja proportional und die Aktivität, da nimmt man einfach ein A. Ein großes A, A von T und A0. Jo. Schauen wir uns mal eine kleine Aufgabe an. Wir haben eine Probe mit einer Halbwertszeit von 3 Minuten. Zum Zeitpunkt T gleich 0 steht man mit einem Zählrohr die Impulsrate 300 Impulse pro Sekunde fest. Bestimme grafisch und rechnerisch die Impulsrate, die bei gleicher Anordnung von Zählrohr und Präparat nach 5 Minuten zu erwarten ist. Das Grafische überlasse ich dir mal. Das Problem oder wo man halt beim Grafischen achten muss, wenn man es zeichnet, ist, dass man ja versucht da diese freihändig diese Kurve möglichst gut da anzunähern. Und da, je nachdem, wie gut man das gemacht hat,
umso genauer kann man dann entsprechend ablesen. Oder besser ist natürlich, das mathematisch zu machen. Und da nimmt man die Aktivität, hatte ich ja eben schon gesagt. Und da unten ist im Prinzip die Beispielrechnung. Man nimmt im Prinzip die Formel von eben und setzt einfach ein. Die Aktivität am Anfang mal ein halb hoch. Die Zeit, die gemessen worden ist, 5 Minuten durch die Halbwertszeit, 3 Minuten. Wichtig ist, dass sich die Einheit, beides ist in dem Fall Minuten, das ist sehr gut, das kürzt sich weg, weil irgendwas hoch eine Einheit, das funktioniert ganz schlecht. Deswegen ist es immer gut, wenn sich die Einheit im Exponenten wegkürzt. Und dann habe ich hier entsprechend meine 0,31. Die muss ich dann nur noch mit der Impulsrate am Anfang, wie gesagt, multiplizieren. Und dann habe ich 93 Impulse pro Sekunde.